Ursprünglich wollte ich aber... Nein, sag nicht, ihr habt mir Edgar genommen. Sag nicht, Edgar ist weg. Möglicherweise stirbt es noch heute. Und da kann... Die Federn brauche ich nicht. So, und... das hat keiner gesehen, hoffentlich. Aua. Hier ist niemand. Okay, schnell rein in die Bude. Hey ho, Minecraft-Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Leben. Kam ja nun schon einige Tage nicht mehr auf meinem Kanal. Dazu sei gesagt, dass ich einfach nicht wirklich so viel Lust darauf hatte, Minecraft Leben weiterzuspielen, weil mir so ein wenig die Rüstung und so weiter fehlte und immer noch fehlt. Aber auf jeden Fall habe ich gehört, sollen hier Dinge in meinem Haus passiert sein. Und ich hatte ja in der letzten Folge noch angesprochen, glaube ich, oder auch nicht, ich bin mir gar nicht so sicher, dass ich momentan wenig wieder in PvP-Laune bin, hat man ja gesehen, Bed Wars, Ender Games, es geht jetzt nicht, aber trotzdem, es kam ordentlich PvP und ich hatte einfach mega Bock darauf, so, aber auf jeden Fall, in der letzten Folge konnte ich ja mit Gommemode nicht wegreiten und mal schauen, geht's mittlerweile? Yeah, es geht. Und tatsächlich war es so, das habe ich direkt nach der Folge damals noch nachgeguckt. Ich habe mich re-gelockt. Re-gelockt klingt irgendwie total falsch. Ist auch total falsch. Und ich nehme es zurück. Ich habe mich, ich bin rejoined. Oh, ho, ho, rejoined. Ja, und da war tatsächlich genau an diesem Block hier eine Leine festgebunden. Deswegen konnte ich mit Gommemode nicht weg. Aber wir wissen ja, in echt war Gommemode einfach nicht in Stimmung. Das wissen wir, ja? Ne, Gommemode, musst du gar nicht so gucken hier. Da hat Gommemode bestimmt die Leine nämlich rangebunden und so getan, als ich mich eben ausgelockt habe. Als ob gar nichts war. Naja, aber das ist hier so passiert. Wir müssen mal nach Edgar Junior schauen. Hier aus Gomme, Briefkasten und... Oh! Doch, Gomme, merke dir eins, jeden Schritt, den du in diesem Haus wagst, könnte dein letzter sein. Sei gewarnt, die Auftragskiller. Oh nee. Oh nee, schnell weg damit. Das muss ich verdrängen und ich habe hier auch, glaube ich, noch... Oh, oh, hallo. Ich glaube, ich habe hier auch noch... Jin Du Yun. Das Schild wollte ich noch wegmachen. Wir töten dich. Das kennen wir ja auch schon. Mann, was wollen denn die alle aus der Stadt? Was wollen die denn nur gegen mich? Und bist du nicht Kaddels Pferd? Bist du nicht Kaddels Pferd? Moment, 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 Moment. Okay, zack. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Zack. Mann. Die Federn brauche ich nicht. So, und, das hat keiner gesehen, hoffentlich. Aua. Hier ist niemand. Okay, schnell rein in die Bude. Du kommst hier schön in den Keller. So. Zack. Zack. Okay, psst, Leute, bitte nicht weiter sagen. So, zack. Die Tür. Oh, oh, wenn das hier jemand sieht. Wenn das hier jemand sieht. Fackel, natürlich muss auch wieder ran. So, und die Tür, die sichern wir doch direkt mal. Private. So, zack. Und das passt, okay. Wir haben Kaddels Pferd. Wir haben Kaddels Pferd. Wisst ihr was? Damit können wir ihn ja richtig erpressen. Da können wir ja richtig, ja, Verhandlungen mit ihm machen. Die sind damals mit meinem Pferd abgehauen, das war ja auch... Pixelwolf. Die sind damals mit meinem Pferd abgehauen, mit Ferdinand. Und ich habe jetzt hier Kaddels Pferd. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist nur ein weiteres Mittel, das wir haben. Ursprünglich wollte ich aber... Nein, sag nicht, ihr habt mir Edgar genommen. Sag nicht, Edgar ist weg. Möglicherweise stirbt es noch heute. Und da kannst... Und da kannst nichts... Und... Da, da... Also die Auftragskiller, die können kein Deutsch. Möglicherweise stirbt es noch heute. Und da kannst... Nichts. So steht's da. Dein Schwein ist in Gefahr, Gomme. Wir kommen. Die Auftragskiller. Aber es lebt noch. Meine Güte, bin ich froh. Bin ich froh. Bin ich froh. Meine Güte. Hallo, wie geht's dir? Scheint wirklich gut. Da kriegt er auch direkt hier zwei Karotten. Zack. Na? Waren hier etwa die Auftragskiller? Du musst uns jetzt mal berichten, wer genau hier war. Edgar Junior? Oh, guck mal hier. Es muss ja echt ernst gewesen sein. Der hat ja ein Trauma.
Der kommt ja gar nicht mehr drauf klar. Der will nur noch zu Paluten anscheinend. Oh Mann, was ist dir hier nur zugestoßen? Ich glaube, wir brauchen noch eine Karotte. Ja, komm, guck mal. Ja, ich hab Karotten für dich, ja. Da guckt er uns auch wieder an. Da guckt er uns an, Edgar Junior. Dein Vater ist auch ein ganz tapferer. Und hab keine Angst, die tun dir nichts. Die tun dir auf keinen Fall was. Ich werde auf jeden Fall hier mal ein wenig dicht machen müssen. Edgar Junior. Und zwar mache ich das mal mit Bruchstein. Edgar hat da unten ja eine Fackel. So ein wenig Luft bekommt er da hoffentlich auch. So. Edgar Junior, ich hoffe mal, dir geht's da unten gut. Jetzt, ich muss das leider so machen. Hier darf natürlich keiner hinkommen. Da schreibe ich mal ein Schild. Achtung. Einsturzgefahr. So. Und ansonsten würde ich noch sagen, bauen wir mal eben eine TNT-Falle. Für mögliche Einbrecher. Und wie machen wir das mal am besten? Ja, mit Holzdruckplatten geht das schlecht. Haben wir noch die anderen irgendwo rumliegen? Nee, haben wir nicht. Aber ich glaube, die Falle, die ist... Nee, die baue ich, glaube ich, lieber nicht. Bevor Edgar Junior noch irgendwie Schaden bekommt? Nee, das kann ich nicht verantworten. Das kann ich nicht verantworten. So. Okay, aber ich finde es ja schon mal gut, dass es Edgar Junior noch gut geht. Aber ich finde es nicht gut, dass hier solche Schilder bei mir im Haus standen. Und vielleicht habe ich ja noch Post. Mal gucken. Oh, nee, Karotten esse ich ja nicht. Karotten, die spare ich mir auf für Edgar. So. Okay. Nur eine Holzdruckplatte. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, laufen wir nochmal weg von unserem Haus. Hier steht immer noch Umbau, okay. Ist das hier der Berliner Flughafen oder? Oder warum ist das so ein schlechter Spruch von mir? wollen wir nochmal in die Farmwelt gucken? Der Schalter muss unbedingt nach links zeigen, okay. Und jetzt? Und jetzt? Geht's dir besser, Schalter? Geht's dir besser? Ich hoffe doch mal. So. Ja, aber schauen wir doch mal, wie die Farmwelt heute aussieht. Ah, der Hafen, der hat sich aber auch prächtig entwickelt. Also, vor einigen Tagen war es hier noch nicht so schön. Keine Lust zu farmen. Hier finden sie alles. Als ob. Ein Shop? Der Hafenshop? Nee, das glaube ich doch jetzt wohl nicht. Darf man sich hier bedienen? Moment. Da darf man sich hier einfach bedienen. Wie Trollololmäßig ist. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Wo kommt ihr denn alle her? Mann! Das kann auch jetzt. Oh Gott. Oh Mann. Was ist denn das hier für ein Shop? Ich schätze echt, dass man sich hier bedienen darf, theoretisch. Sättel, hier so ein Dia-Brustpanzer. Alter Falter. Dia-Helm. Diamantene Pferderüstung. Nahrung ohne Ende. Habe ich hier irgendwas verpasst? Nee. Ich glaube, man darf sich theoretisch das alles dann nehmen. Haben wir hier etwa noch mehr? Ich werde verrückt. Okay, eine Tierfarm haben wir noch. Hier kommen noch Sachen rein. Ja, aber, finde ich echt eine coole Sache, auf jeden Fall für Neulinge oder auch für welche, die größere Projekte planen. Die haben hier auf jeden Fall genug Items. Ja, richtig cool. So, und keine Lust zu farmen? Ja, also wer hat schon Bock, viel zu farmen? Gerade wenn auch hier die Item-Spawn-Rate ein wenig niedriger ist. So, okay, Farmwelt. Haben wir schon wieder so eine komische? Nee, wir sind in einer ganz normalen Welt. In einer ganz normalen Minecraft-Welt. Minecraft. Eine unendliche Welt. Obwohl die ja hier in Minecraft-Leben nicht ganz unendlich ist, weil es auch hier eine Grenze gibt, die man nicht überschreiten kann. So. Wir laufen einfach mal hier ein wenig entlang. Ich wollte eigentlich nur mal reingucken, ob hier vielleicht wieder so eine mega coole Farmwelt steckt, aber
Ja, ist eine normale, sag ich mal. Ist eine normale Farmwelt. Aber die gefällt mir auch irgendwie hier. Von jeder Holzsorte haben wir was. Schöne Berge, Wasser. Man kann auch hier rumlaufen, ohne dauernd irgendwie springen zu müssen. Wunderschön da vorne. Sand, alles toll. Na gut, Leute, aber wir haben heute, ja, sehr viele Informationen wieder erhalten. Uns wurde gedroht von den Auftragskillern. Das mit Dr. Banks steht ja noch im Raum, der Kampf. Der wird wahrscheinlich auch die Tage kommen. Da werde ich mir mal was überlegen. Und, ja, ihr könnt ja mir mal in die Kommentare schreiben, wie es genau mit Minecraft Leben jetzt so bei mir weitergehen soll. In welcher Abfolge ihr das gerne haben wollt. Was soll ich denn vielleicht bauen? Schreibt das einfach mal gerne in die Kommentare, danach richte ich mich dann mal in den nächsten Folgen. Und, da vorne haben wir ein Dorf, da renne ich natürlich hin. Da muss ich hin, schnell noch ein Happen essen. Da war 100 pro noch keiner, oder? Ihr könnt auch noch jetzt euren Tipp mit in die Kommentare schreiben. War da schon mal jemand oder nicht? Das ist ja ein Minidorf hier. Eine Pyramide oder? Hä? Was haben wir denn hier? Eine Pyramide? Okay, hier war... Ja, hier war schon mal jemand. Oder? War hier vielleicht doch keiner? Doch. 100 pro war hier mal jemand. Sonst würden die Blöcke halt dann ja... Okay, Müll. Müll. Und TNT. Und? Oh yeah. Ich glaube, das TNT nehme ich mal mit. Das ist eine gute Idee. Da habe ich ja doch noch Beute machen können hier unten. Aber ich verabschiede mich jetzt auch an dieser Stelle für diese Folge. Ich hoffe mal, ihr seid in der nächsten wieder mit dabei. Und wo war der Weg nach oben hier? Und ja, hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde mich ein Däumchen nach oben sehr, sehr freuen. Ich muss den Ausgang finden. Ich baue mich einfach hier durch. Aua, nein, aua, das geht doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Aber jetzt, Freiheit, Freiheit. Huiuiui, ja gut, Leute, also, haut da rein. Das wär's für diese Folge und tschö mit Ö.